Unternehmer sein, unternehmerisch denken, hat mit Aufmerksamkeitsgenerierung und Aufmerksamkeit an sich reißen wollen mal gar nichts zu tun. Ihr wunderschönen Menschen, herzlich willkommen zum heutigen Video und damit zu einem neuen Glaubenssatzgemetzel-Video. Nach so langer Zeit, sehr, sehr froh, heute mal wieder auf eine Reise zu gehen mit euch. Denn das tun wir. Heute schauen wir uns ein Video an. Das geht über eine halbe Stunde. Ihr sitzt da unten 30 Minuten, 27 Sekunden. Und dazu kommt natürlich die Zeit, die ich das Ganze kommentieren werde. Das heißt, wir werden hier voraussichtlich bei wahrscheinlich um die Dreiviertelstunde rauskommen. Das heißt, bevor du jetzt anfängst, das Video zu schauen, triff eine bewusste Entscheidung. Willst du es wirklich oder nicht? Und das Zweite, hol dir was Schönes zu snacken, ein gutes Getränk, denn heute, dafür garantiere ich, gibt es pure Unterhaltung. Ja, ich habe das Video nämlich schon angeschaut. Ich bin jetzt sozusagen keine Jungfrau mehr, was dieses Video angeht, sondern ich habe es schon gesehen und es ist auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht sehenswert. Vielleicht nicht in der Hinsicht, wie die Ersteller des Videos es gerne gehabt hätten, aber das ist ja uns egal. Also, macht's euch bequem. Wir legen los. Heute schauen wir nämlich ein Video an. Ach so, genau, der Ersteller des Videos ist der YouTube-Kanal von Follow Me Reports. Das ist einer dieser öffentlich-rechtlichen YouTube-Kanäle, die sozusagen ja über gewisse kontroverse Themen sprechen. Und heute geht es eben um vor allem diese Person, die ihr hier auch seht, nicht ich, sondern diese Frau, die im Bild zu sehen ist, die Jamie, und ihren Freund oder Mann, ich weiß es nicht, ob sie verheiratet sind, Nico. Und die beiden sind eben Pornodarsteller. Und es geht jetzt hier beim Follow Me Reports darum, ja, dass die damals schon mal ein Video über die beiden gemacht haben. Das hatte ich nicht gesehen. Da gibt es nur teilweise dann Ausschnitte, die werdet ihr dann auch gleich sehen. Und die haben sozusagen eine Dokumentation gedreht über Nico und Jamie. Und diese war wohl so kontrovers und so kritisiert von den Kommentierenden, dass ja, sie das wieder runtergenommen haben. Und jetzt eben, deswegen steht oben links auch Re-Upload, haben sie es neu hochgeladen mit aber sehr, sehr vielen Ausführungen und ja, Erklärungen der Hintergründe und ja, ich sag mal einfach eine Stufe vorsichtiger das Ganze. Und das schauen wir uns heute an. Ja, das heißt, es ist eine Art kommentierte Dokumentation über diese Pornodarsteller Nico und Jamie. Und das schauen wir uns jetzt an und kommentieren das und ja, schauen einfach mal, wo uns heute die Reise hinführt. Also, let's go. Erst sagt, zieh dich aus. Und dann sehe ich mich halt aus und dann f*** ich. Das finde ich krass. Wir haben letztes Jahr ein Video mit einem Amateur-Pornopaar gedreht und hier auf dem Kanal hochgeladen. Hi! Wie lange seid ihr denn jetzt insgesamt schon zusammen und ab wie welchem Gruß Zeitpunkt erkennt, habt ihr angefangen mit den in welcher Pornos? Zeit ist ungefähr schon? Wir sind schon 4 Jahre zusammen. Wir waren ein Jahr oder so zusammen, als wir das angefangen haben. Also ja. Das war deine Idee. Genau. Ja. Habt ihr denn jetzt gerade überhaupt genau Lust auf Sex? Auf Sex? Bei dem Dreh sind ein paar Aussagen gefallen, die wir echt problematisch fanden. Und wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf Sex habe und er auch, also er hat Bock auf Sex, ja, bleibe ich immer oder so, dann geht das voll. Wir haben in der Redaktion darüber diskutiert, ob wir die beiden trotzdem zeigen wollen und haben uns dann entschieden, den Film hochzuladen und die Aussagen kritisch einzuordnen. Allerdings haben wir nach der Veröffentlichung festgestellt, dass einige Aussagen noch mehr Einordnung gebraucht hätten. Gab es irgendwas, was ihr mal gemacht habt, wo ihr gesagt habt, das machen wir nie wieder? Ja, auf jeden Fall. Wo er mich angepinkelt hat, ich finde es sehr absurd. Also ich stehe da gar nicht drauf und er auch nicht. Ich würde aber nicht sagen, dass wir das nie wieder machen. Ja, aber das stimmt. Ihr habt in den Kommentaren nämlich große Sorgen darüber ausgedrückt. Was ich hier ganz interessant finde, sie fragt ja in erster Linie, gibt es irgendwas, was ihr nie wieder machen würdet? Und sie sagt, ja, das, wo er mich angepinkelt hat, stehe ich gar nicht drauf. Und dann sagt er,
Ja, das heißt nicht, dass wir es nie wieder machen würden und sie stimmt ihm einfach voll zu. Das heißt, sie sagt erst, das ist etwas, was sie nie wieder machen würde und dann stimmt sie aber ihrem Mann zu, ich bleibe jetzt einfach bei Mann, ihrem Mann zu, dass es nicht bedeutet, dass sie es nie wieder machen würde. Also in diesem Fall konträr, wobei ich auch finde, man muss halt dazu sagen, die Jamie ist eine andere Persönlichkeit. Also wenn wir die, glaube ich, versuchen, nur mit dem Kopf zu verstehen, dann werden wir die niemals verstehen, sondern die ist eher so eine fühlende Person. Und mein Gefühl nach ist einfach ihr auch diese Harmonie sehr wichtig, oder? Und wenn er jetzt sagt, das heißt nicht, dass wir es nie wieder machen müssen, dann stimmt sie dem vielleicht oberflächlich zu, ja, aber eigentlich merkt man so in der Dynamik des Gesprächs, dass die das eigentlich nicht wieder machen werden, sondern er möchte halt einfach nur nicht, dass sie vor der Kamera halt sozusagen das verbietet. Das ist jetzt meine Einschätzung dazu. Ich glaube nicht, dass die das jemals wieder machen würden. Ja, die wirken beide jetzt auf mich so, als wäre das nicht ihr Ding, sich anzupinkeln. Wir schauen mal weiter. Und ganz wichtig unten immer die Kommentare. Dass Jamie und Nico in einer toxischen Beziehung sein könnten. Generell wurde extrem viel diskutiert und dafür wollen wir einmal wirklich von Herzen... Okay, ich muss schon wieder Pause machen. Den Kommentar blende ich nochmal eben ein, wenn es geht. Beziehung wirkt nach außen einfach nur toxisch. Toxisch ist ja eigentlich, heißt ja giftig. Giftig. Sicher kein Zufall, dass er sich eine völlig unerfahrene junge Frau gesucht hat. Wenn das mal nicht gewaltig schief geht, wünsche Jamie alles Gute. Ja, ganz nett. Also Kommentare sind halt auch einfach wirklich ne, Kommentare. Ne? Also was soll man dazu groß sagen? Menschen, die halt, ich sag mal, so meinen, über jemanden urteilen zu können, nur weil er ihnen halt einmal in einem Video gesehen hat, das ist halt auch schon, ja, es sagt schon viel über die Person aus, die hier kommentiert. Also zu 99,9% von dem, was sie jetzt hier schreibt, die Person, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie keine gesunde Beziehung führt, weil sie tatsächlich nur darauf fokussiert ist, dass diese Beziehung toxisch ist. Die Person blendet total aus, dass ja auch Nico und Jamie gemeinsam ein sehr erfolgreiches Unternehmen führen. Das heißt, sie haben nicht nur eine Beziehung, sie haben auch ein Unternehmen gemeinsam. Wer weiß, ob sie vielleicht mal Familie gründen oder sonst irgendwas. Sondern hier, dieser Kommentar ist sehr sorgenvoll. Ja, und das spiegelt natürlich dann auch die Persönlichkeit des Kommentierenden wieder. Beziehung sein könnten. Generell wurde extrem viel diskutiert und dafür wollen wir einmal wirklich von Herzen Danke sagen. Und ihr habt nicht nur Kritik an der Beziehung von Jamie und Nico geäußert, sondern auch... Verstehe nicht, warum man jetzt sich dafür bedankt, dass Menschen über das Video diskutieren. Also, was habe ich denn davon, wenn ihr jetzt in den Kommentaren über mein Video diskutiert? Das hat doch mit mir nichts zu tun. Verstehe ich jetzt nicht, wieso man sich dafür bedankt, ehrlich gesagt. Also, erschließt sich mir einfach nicht. Uns, ihr fandet nämlich, dass unsere... Es gibt mir eher das Gefühl, dass diese Frau, ich weiß gar nicht mal, wie sie heißt, also die, wo jetzt gerade spricht, dass sie irgendwie das, was Menschen kommentieren, was Menschen über ihre Inhalte denken, dass sie das sehr wichtig nimmt, ja, dass sie da einen sehr hohen Stellenwert dem gibt, was Menschen von ihr und ihren Inhalten denken. Ansonsten verstehe ich nicht, warum sie sich erstens so ausgiebig bedankt für die Menschen, die kommentieren und diskutieren. Und vor allem ja auch, das darf man auch nicht vergessen, die haben ja ursprünglich das hochgeladene Video, haben die ja gelöscht aufgrund der ganzen Kommentare und Diskussionen. Also sie haben es ja schon hochgeladen gehabt und haben dann aufgrund der Reaktionen der Menschen das wieder runtergenommen und laden es jetzt neu hoch. Aber ich merke schon, wir sind erst 1 Minute 30 und ich rede bestimmt schon 5 Minuten. Wir müssen mehr gucken, weniger reden. Reportage zu wenig reflektiert war und wir kritischer hätten sein können. Wir fanden eure Kritik berechtigt und haben sie sehr ernst genommen und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das Video erstmal offline zu nehmen. Denn ein polarisierendes Thema wie Pornografie sollte unserer Meinung nach sauber aufgearbeitet werden und deshalb wollen wir heute genauer einordnen. Ich spreche mit Sven Lewandowski, der sich wissenschaftlich mit Amateurpornos auseinandersetzt. Also sie inszenieren sich als das, was sie in ihren Videos auch machen. Nämlich sie, das junge, naive Mädchen und er halt, was auch immer. Und mit dem Journalisten Sebastian Meineck, der seit Jahren intensiv in der Pornobranche recherchiert. Was war das denn, Alter?
sie das junge, naive Mädchen und er was auch immer. Alter, schiebt er den einfach so weg, als wäre er nichts. Porno ist eine große Unterhaltungsindustrie. Aber es ist eine Unterhaltungsindustrie, für die es keine Kulturkritik gibt. Und später treffe ich auch noch Jamie und Nico. Wir wollen sie mit eurer Kritik konfrontieren und ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Hi! Eure Fragen sind wie immer mit dabei. Willkommen bei Voll im Jahr. Warum kommen wir da? Egal, wurscht. Warum kommen wir hier das Lächeln? Zuerst ich spreche ich mit Dr. Sven Lewandowski. Er ist Soziologe mit Schwerpunkt auf die Sexualität anderen, die und so Pornografie. Hallo, Herr Lewandowski, freut mich. Wir gucken uns heute zwei Sachen an. Einmal die Beziehungsdynamik von Jamie und Nico hinter der Kamera und dann einmal die Sexvideos, die sie online stellen. Und ich habe mir zu Beginn, auch bevor ich die beiden getroffen habe, ihre Website angeguckt. Also es wird auf jeden Fall damit gespielt, dass scheinbar die perfekte Freundin die ist, die den Mann befriedigt. Ey, ich finde das krass. Ich finde das gerade richtig krass, dass ich nichts von ihm sehe. Also, wenn das ist. Okay, sie sagt jetzt und wirft eigentlich vor, kann man schon sagen, dass dargestellt wird, die perfekte Frau ist die, die ihren Mann befriedigt. Was ich interessant finde, ist, sie erklärt jetzt gar nicht, woher sie jetzt diese Beurteilung, Verurteilung hernimmt. Also wie sie darauf kommt, dass die perfekte Frau, und ich merke gerade, ich glaube, wir müssen dieses Video in zwei Teile unterteilen, sonst wird es einfach zu lang, wie sie darauf kommt, dass sozusagen, ja, laut der Videos von Nico und Jamie die perfekte Frau nur die ist, die den Mann befriedigt. In den Videos auch so ist? Und ich finde, da kriegt man einen ganz guten Überblick, was die beiden so machen. Also irgendwie ist immer die Frau im Fokus und es scheint immer um die Befriedigung des Mannes zu gehen. Ich würde sagen, es ist in dem Sinne nichts Besonderes, weil es 1000 Webseiten gibt, die genauso aufgebaut sind. Es ist einfach sehr mainstreamig. Im heterosexuellen Bereich kommt typischerweise dazu, dass der weibliche Körper im Mittelpunkt steht, aber zugleich die Lust des Mannes, während der Mann selber möglichst wenig gezeigt wird. Was unterscheidet denn Amateurpornos von normalen Pornos? Es gibt also private Paare, die sich filmen oder... Mich würde mal interessieren, was eigentlich die Frauen denken. Weil er hat recht, finde ich. Er hat recht, dass in heterosexuellen Pornos die Frau meistens im Mittelpunkt steht und die Befriedigung des Mannes irgendwo auch. Zumindest in diesen, ja, mehr schlecht als rechten Standard-Webseiten. Da definitiv. Und mich würde mal interessieren, wie seht eigentlich ihr Frauen das, dass sozusagen die Männer so wenig gezeigt werden? Zumindest in diesen, in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Billigsparte von Billigpornos. Leute, die sozusagen sich selber als Amateure labeln, aber es nicht sind, die machen eine bestimmte amateurische Ästhetik. Also mal eine verwackelte Kamera oder sowas. Aber sie machen, produzieren natürlich für Zuschauer, an die sie es verkaufen wollen. Ihr seid auch professionell? Oder seid ihr Amateurdarsteller? Ich würde eher sagen, wir beides. Sind Amateure mit okay. hoher Qualität. Wie schätzen Sie denn Jamie und Nico ein? Sind die noch Amateur-Pornodarsteller oder schon professionell? Wenn man die Website anschaut, die ist professionell aufgebaut. Das war ich verstehe nicht, wieso das, auch nicht also, wieso das eine Rolle spielt. Gefilmt. Ich, würde das ich kann ja auch einfach vorspulen. Sondern das scheint mir schon im hohen Maße professionalisiert zu sein. Sie hatten sich ja auch im Vorfeld schon unseren alten Film, das alte Video angeguckt. Ich würde gerne ein paar Ausschnitte okay, nochmal mit Ihnen nicht. Durchgehen, wenn das für Sie passt. Mal, ja. Können wir machen. Die ihr vor der Kamera nicht machen würdet? Wir machen schon ziemlich alles, was wir privat erleben, auch vor der Kamera. Sogar mehr vor der Kamera, wenn wir mehr als was privat machen. Gab es irgendwas, was ihr mal gemacht habt, wo ihr gesagt habt, das machen wir nie wieder? Ja, auf jeden Fall. Wo er mich angepinkelt hat, ich finde das sehr absurd. Gott. Also ich stehe da gar nicht drauf und ihr auch nicht. Ich würde aber nicht sagen, dass wir das nie wieder machen. Ja, aber das stimmt, das stimmt. Was sagen Sie dazu? Naja, also es zeigt sehr deutlich, dass sie offensichtlich, ich sag's mal brutal, unternehmerisch denken können. Ich krieg mehr Aufmerksamkeit, wenn ich extremere Sachen mache. Was man da sehr deutlich sieht. Moment mal. Er sagt jetzt gerade, unternehmerisch denken sei, ich kriege mehr Aufmerksamkeit, wenn ich extreme Sachen mache. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was ist daran unternehmerisch, mehr Aufmerksamkeit zu wollen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das müssen wir mal komplett entkoppeln, diese absolute Falschaussage dieses wohl sehr geschulten Herrn Doktor. Unternehmer sein, unternehmerisch denken, hat mit Aufmerksamkeitsgenerierung und Aufmerksamkeit an sich reißen wollen mal gar nichts zu tun.
dass eben nicht, es nicht um die beiden miteinander aushandeln, sondern dass sozusagen ihre Zielgruppe, nämlich die Leute, die es kaufen sollen, gewissermaßen, bildlich gesagt, mit am Tisch sitzt. Und entscheidet im Grunde. Genau, und entscheidet. Es ist natürlich. Also, ich weiß nicht, welche Ausschnitte die beiden gesehen haben, aber von den Ausschnitten, die sie bisher gezeigt haben, ist das so ein Nonsens, was die hier reden. Wo sitzt denn hier bitte die Zielgruppe, wenn es denn eine gibt, mit am Tisch bei der Entscheidungsfindung der Entscheidungen, die Nico und Jamie treffen? Hä? Die Wahrscheinlichkeit, dass man möglicherweise strukturell irgendwann Dinge macht, die man eigentlich nicht vorhatte, einfach aufgrund von Konkurrenzdruck. Aus der Community kam sehr häufig die Befürchtung auf, dass Nico vor allem das Sagen hat bei der Arbeit. Ich glaube, das Erste, was man sich klar machen muss, wir haben es in den Videos... Die Kommentare sind so geil. What the fuck, Mädchen, wach auf. Professionell sind. Wieso sehen wir denn jetzt immer noch diesen dafür Typen? Wir wollten das doch also vorspulen. Sie inszenieren sich als das, was sie in den Videos auch machen. Nämlich sie, das junge, naive Mädchen und er halt, was auch immer. Das andere ist, was dass es da Brüche gibt in ihrer Darstellung. Und wenn man sich das Video anschaut, stellt man ja auch fest, dass die Akteure sich gewissermaßen, je länger man sie reden lässt, sich auch irgendwie selber bloßstellen. Also erkenntlich wird, dass sie sich, ich nenne es mal, sie reden sich ein bisschen um Kopf und Kragen. Aber wenn ich jetzt nicht mehr weiter drehen möchte, dann würden wir einfach jemand anderes dafür einstellen, also ein Mädchen, die das macht. Das heißt, du willst aber auf jeden Fall den Job weitermachen? Ja. Ja. Ja, dann machen wir trotzdem mit der Webseite weiter. Das würde ich natürlich für immer da lassen. Ich würde niemals die Videos wegnehmen oder so. Vor dem Dreh, jetzt wo es losgeht, denkst du da... Dann so jetzt kurz irgendwie so ein kleiner Wink vom Universum. Weißt du, sie steht halt wirklich zu ihren Inhalten. Sie steht zu dem, was sie macht und zu ihren Pornos. Und hier haben wir den Fall, dass ja die Frau und dieses ganze Team von Follow Me Reports wohl offensichtlich nicht so ganz hinter den eigenen Inhalten steht. Ansonsten, warum dieser Re-Upload? Ganz interessante Verknüpfung hier gerade an der Stelle. Danach, dass im Nachhinein ganz viele Männer das Video sehen werden und dazu masturbieren werden? Nee. Wenn ich daran denke, dann finde ich das auch ein bisschen unangenehm. Es passiert, ne? Ja, wie würdest du das finden, passiert, wenn jemand so dir zu... Eklig würde ich es finden. Ja, irgendwie schon. Ja. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, Ferndiagnosen zu erstellen, wie deine Beziehungsdynamik wirklich aussieht. Also das ist immer sehr schwierig aufgrund von, wie lange geht das Video, 20 Minuten, was sie sagen, irgendwas festzustellen, wie das sozusagen die Realität also dann aussieht. Eine Sache kann man definitiv feststellen an den Videos, an den Pornos. Die beiden haben Sex. Wir werden hoffentlich nachher ein bisschen mehr Antworten kriegen nochmal. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, spannend, dass Jamie und Nico eigentlich gar nicht mehr Amateurpornos machen, sondern das professionell machen und eher das Amateurporno-Genre bedienen. Und da ist ja dann eben, wie Herr Lewandowski gesagt hat, auch die Gefahr, dass man dann, wenn man davon finanziell auch abhängig ist, wenn man das professionell macht, manchmal auch vielleicht Dinge tut, die man eigentlich nicht machen möchte. Jetzt treffe ich noch den Journalisten Sebastian Meineck, der viel zur Pornoindustrie recherchiert. Was hat denn die Tatsache, dass man etwas professionell macht, damit zu tun, dass man finanziell davon abhängig ist? Ui, da fliegt mir fast das Mikrofon weg. Wie kommt ihr auf sowas? Aber ich verstehe, woher diese Denkweise kommt. Weil diese werte Frau, sie denkt natürlich als Angestellte. Das heißt, sie hat einen Job, der by the way von Steuerzahlern in Deutschland höchstwahrscheinlich bezahlt wird, also von GEZ-Gebühren wahrscheinlich. Sie hat natürlich diesen Job, ja, sie denkt in one income stream only, ja, sie denkt nicht unternehmerisch. Sie sieht gar nicht, dass man mehrere Einkommensquellen haben kann und dass es möglich ist, etwas professionell zu unternehmen, das keine Abhängigkeit zur Folge hat, nur weil man es professionell macht. Wird mir jetzt gerade selber erst klar. Sie denkt in, ich bin angestellt, ich kriege einmal im Monat mein Gehalt. Und wenn ich den Job nicht mache oder rausgeschmissen werde, dann habe ich faktisch kein Geld mehr. Das ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit. ...recherchiert hat und der kann mir noch mehr zu den ethischen Aspekten erzählen. Habt ihr beim Pornos gucken schon mal problematische Inhalte gesehen? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt das mal in die Kommentare. Nein, danke. Ja.
Ich glaube kaum, dass man erst mit 14,2 seinen ersten Porno sieht. Freut mich. Wie würdest du die Pornobranche aktuell beschreiben? Was findest du vielleicht gut daran und was vielleicht auch problematisch? Die Pornobranche verändert sich ständig. Es gab ja eine Zeit, als irgendwie noch die großen Filmproduktionen das große Ding waren. Und dann kamen die sogenannten Tube-Seiten, also die Seiten, wo jeder sich einen Account klicken und alles Mögliche hochladen konnte. Und das hat dann die gesamte Pornobranche schlagartig verändert. Also die Inhalte sind ja schon häufig, gerade so im Mainstream, auch sexistisch. Ja. Was sagst du dazu? Porno ist eine große Unterhaltungsindustrie, so wie Kino und Filme. Moment, Leute, wie wird es definiert hier? Moment nochmal. Sexismus. Diskriminierung einer Person oder einer Gruppe aufgrund des Geschlechts. Okay. Das heißt, wenn jetzt meine Frau Frauenkreise macht, weil sie sich dazu berufen fühlt und ich sozusagen nicht dabei bin oder dabei sein darf oder was auch immer, weil es nun mal ein Frauenkreis ist, dann wäre das Sexismus? Verstehe ich das richtig? Also, wenn ich jetzt dabei sein wollen würde, aber ja nicht darf, weil es ist ja ein Frauenkreis, dann ist es ja wahrscheinlich Diskriminierung. Wenn es mir egal ist, ich gar nicht dabei sein will, dann, was auch der Fall ist, dann wär's nicht, aber okay, interessant. Porno ist eine große Unterhaltungsindustrie, so wie Kino und Filme und Spiele und Musik. Aber es ist eine Unterhaltungsindustrie, für die es keine Kulturkritik gibt. Also völlig unberechtigt, finde ich. Und dadurch kümmert sich kaum jemand darum. Ich muss mal kurz nachschauen, was Kulturkritik ist. Was die Definition von Kulturkritik ist. Wir können es ja mal gemeinsam nachschauen. Kulturkritik. Beispiele wird mir vorgeschlagen. Kulturkritik kennt viele Ausdrucksformen. Darunter fallen Einsprüche gegen Phänomene der Moderne, Klagen über den allgemeinen Verfall der Sitten und der Gesellschaft, über Entfremdung und Rationalisierung, über die unheilvolle Herrschaft des Geldes, der Technik und der Medien. Und der Pornos können wir hier einfügen. Verstehe ich jetzt nicht, wie er darauf kommt, es gäbe das nicht, weil dieses Video, was wir gerade anschauen, das ist doch genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Also gibt es doch offensichtlich Kulturkritik. Kannst an die Wand klatschen, diese Aussagen. Pornos einfach furchtbar sind, also von dem Menschenbild und auch von dem Bild von Sex, das sie verbreiten, das ist nicht cool. Ja? Also ich wünsche mir aufgeklärte, okay, feministische Pornos. Krass. Oder er ist nicht cool. Vielleicht will er auch mal an einem Porno teilnehmen, aber es hat ihm wohl noch niemand gefragt. Gut. Danke, Sebastian. Wir haben jetzt immer mal wieder über Sexismus und Stereotype in Pornos gesprochen. Jetzt mal unterwegs. Jetzt treffe ich Jamie und Nico und werde sie mit einigen ihrer Aussagen vom letzten Mal und natürlich eurer Kritik konfrontieren. Ich bin dann schon sehr gespannt, was sie sagen. Hi. Witzig, wie sie die ganze Zeit sagt, sie trifft die jetzt und jetzt ist sie in einem Videocall. Geht's, super, dir? Ah, super. Wo seid ihr gerade? In Prag. Ja. Das ist so die Homebase, ne? Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, bin ich zu negativ? Wie fühlt ihr dazu? Würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also, bin ich irgendwie gemein oder so? Also, verstehe mich nicht falsch. So wie ich es euch sage, so wie ich das kommentiere, so empfinde ich es auch. Und gleichzeitig frage ich mich, ist es jetzt irgendwie fies, was ich jetzt mache, dass ich sozusagen ja auch in gewisser Weise abwertend bin? Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Wir hatten euch ja angefragt, ob ihr nochmal mit uns drehen wollt. Da habt ihr erstmal abgesagt, jetzt habt ihr zugesagt. Was hat sich geändert? Weiß nicht, wir waren mehr bereit. Ist okay, wenn wir jetzt einmal zusammen sprechen und dann möchte ich gerne nochmal mit jedem einzeln sprechen. Passt das so für euch? Mhm. Ihr habt ja auch das Video gesehen, ihr habt auch die Reaktion gesehen. Wie war so eure Wahrnehmung? Wie fandet ihr das? Überraschend, dass es ziemlich viel Negativität war. Also das habe ich noch nie in meinem Leben sowas bekommen. Das ist für mich auch ganz neu gewesen und ich war so ein bisschen... Was schreibt die Person? Ah, jetzt ist der Kommentar schon wieder weg. Ich bekomme bei deren Dynamik ganz negative Vibes. Sie sagt was, er sagt was anderes und sie schwingt sofort um und ist eher auf seiner Spur. Wirkt leider sehr wie Manipulation. Okay, also da ist
vielleicht sogar ein Fünkchen was dran. Ich habe das auch schon so jetzt irgendwie beobachten können, dass sie manchmal was sagt, was sozusagen in die eine Richtung geht und dann sagt er was, was in die andere Richtung geht und dann lenkt sie in die gleiche Richtung über. Das ist mir auch schon jetzt 2-3 Mal aufgefallen und gleichzeitig verstehe ich aber nicht, was die Person jetzt mit negativen Vibes meint, weil negativ finde ich jetzt ist da nichts daran, sondern es ist halt vielleicht einfach ein bisschen Unsicherheit. Also diese Frau bekommt super viel Aufmerksamkeit, medial sowie auch in ihrem Beruf. Und ich kann schon verstehen, dass sie halt auch einfach vorsichtig ist und halt einfach auch, ja, es allen vielleicht irgendwo recht machen möchte, sie nicht unbedingt gut dastehen will. Aber wie halt vorhin schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, ihr ist die Harmonie wichtiger als irgendwie eine starke Meinung zu haben, oder? Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas bekommen. Das ist für mich auch ganz neu gewesen und ich war so ein bisschen geschockt. Gab es denn Kommentare bzw. Kritik, die ihr berechtigt fandet? So genau nicht. Also die waren schon ein bisschen sehr ego betrachtet. Was meinst du mit ego betrachtet? Ja, dass sie sagen, dass ich dumm bin und dass ich keine Ahnung von Leben habe und so Zeug. Die Reaktion war dann schon witzig. Also im Nachhinein wurde mir dann auch klar, wieso das Leute triggert. Das finde ich spannend. Inwiefern wurde dir klar, warum das Leute triggert? Weil ich die Gedanken hinter dem feministischen Mindset, sage ich mal, verstanden habe und ja, wie diese Menschen denken und so. Was meinst du mit feministisches Mindset? ja, das ist jetzt eine schwierige Sache. Es gibt ja einmal diesen guten Feminismus, sag ich mal. Das ist ja eigentlich wirklich, ein guter, ja, genau. Grundgedanke dahinter. Natürlich, wir sind aber eigentlich auch Feministen. Es gibt halt auch viele Feministinnen, die halt sehr Männerhassend sind und genau. Sehr im Opfer-Mindset, im Opfer. Also das, was die Jamie gerade gesagt hat, dass die beiden auch Feministen sind, das glaube ich tatsächlich sogar, weil sie schon sehr viel Bewusstsein reinbringen in dieses ganze Wirrwarr, was da aktuell produziert wird. Von außen, ja, dieses ganze, dass man jetzt halt nicht mehr Besucher sagt, sondern BesucherInnen, so um sozusagen irgendwie es krampfhaft hinzubekommen, alle Geschlechter zu vereinen und dann gibt es halt nicht mehr nur 2 Geschlechter, so wie es vielleicht mal war, sondern es gibt halt plötzlich noch dann divers und dann gibt es trans und dann gibt es ja Menschen, die sich als Fuchs identifizieren, habe ich jetzt neulich ein Video gesehen. Ja, ohne Worte, ja. Ihr Lieben, ich sehe jetzt, wir sind ungefähr bei der Hälfte des Videos angekommen und schon fast bei einer halben Stunde, was dieses Video angeht. Ich möchte wirklich nicht, dass das jetzt hier bis eine Stunde oder was geht. Deswegen schlage ich vor, wir pausieren das Ganze hier. Und das hier ist das erste Video von einer 2-teiligen Reihe. Und im nächsten Video werden wir dann eben noch die zweite Hälfte weiter anschauen und kommentieren. Genau hier an dieser Stelle werde ich dann weitermachen. Ja, ihr Lieben, also ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zum Teil 2.